So, Marco, hast du viel gelernt? Nicht gut. Kannst du es gleich? Schauen wir mal. Wie viele Sitze hat der Schweizer Ständerat? Wir haben sogenannte 20 Vollkantone, 6 Halbkantone. Und jeder Kanton hat ja das Recht auf 2 Sitze. Das heisst, Halbkantone auf einen. Also macht das 46 Sitze innerhalb des Ständerats. Hey, da hast du ja gleich gelernt. Richtig! In welcher Stadt ist die Judikative vom Bund? Das ist in Lausanne. Ganz genau. Wie sagt man einer Vereinigung von gleichgesinnten Parlamentariern? Habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Das wäre die Fraktion, Marco. Eben. Mhm. Hätte ich doch etwas lesen sollen, hä? Im Vorfeld. Ja, das hilft aber. Du, es ist noch nicht Pause. Wie viele Unterschriften braucht es für eine Volksinitiative? Für eine Volksinitiative braucht man mittlerweile 50'000 Unterschriften. Falsch. Sind es 100'000? Oder 80? Nein, es sind 100'000. Vielleicht klappt es ja bei der nächsten Frage. Welche Staatsgewalt repräsentiert der Bundesrat? Ist es jetzt die Exekutive, die Legislative oder... Also Judikative ist es ganz sicher nicht. Ja. Ich würde sagen, es ist die Exekutive. Richtig! Marco, zähl mir unsere 7 aktuellen Bundesräte auf. Wir haben die Bundespräsidentin, das ist Doris Leuthard. Dann haben wir den Finanzminister, das ist der Ueli Maurer. Dann haben wir den Schneider Ammann, der ist Wirtschaftsminister. Ja. Dann haben wir den Berset, der ist verantwortlich für das Sozialwesen, auch Inneren, glaube ich. Jawohl. Dann haben wir Burkhalter. Monsieur Burkhalter. Wer ist noch? Keine Ahnung. Blackout. Es fehlen noch der Guy Parmelin und Simonetta Sommaruga. Nein! Doch! Eieiei, schlecht. Und? Ist gut gelaufen? Ja, so 2-3 Fragen habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, wie die bewertet werden, aber ich würde mich so als einen guten Schüler einschätzen und von dem her 5. Für das hat es leider nicht gelangt. Es ist ein 4,25. Ich würde sagen, da musst du noch ein bisschen dahinter. Aber es ist genügend.